In den ersten Lebensmonaten ist das Immunsystem noch nicht ausgebildet. Es muss noch lernen, sich gegen viele Krankheitskeime zu wehren. Impfungen helfen, Schutz aufzubauen. Das ist eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Medikament, was die Menschheit jemals entwickelt hat. Und auch das erfolgreichste. Wir sind seit der Einführung der Impfung einen gigantischen Schritt weitergekommen. Impfen ist ein Eingriff an einem gesunden Kind. Und die Eltern haben natürlich die Sorge, dass sie da was falsch machen. Manche Impfungen schützen ein Leben lang, andere, beispielsweise gegen die Grippe, müssen regelmäßig erneuert werden. Doch es gibt Verunsicherung. Wir haben eine Einstellung fürs Impfen, wir haben eine Einstellung dagegen. Wir haben Wissen, also eine kognitive Einstellung, und haben aber auch ein Gefühl, eine affektive Einstellung. Das kann auseinandergehen. Ja? Ich kann wissen, Impfen ist gut, und ich kann trotzdem sagen, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Dafür oder dagegen? Eine Frage, die immer wieder neu gestellt wird. In Berlin sitzt beim Robert-Koch-Institut ein Expertengremium, das für Deutschland Empfehlungen ausspricht, welche Impfungen wann und wie verabreicht werden sollten. Jan Leidel ist Vorsitzender der STIKO, der Ständigen Impfkommission der Bundesrepublik Deutschland. Eine Impfung, die er und sein Gremium jedes Jahr im Herbst und Winter vor allem für Menschen ab 60, Schwangere oder chronisch Kranke empfehlen, ist die Impfung gegen Influenza, die Grippe. Sie wird maßlos unterschätzt. Alleine in der letzten Saison sind über 65.000 labormäßig nachgewiesene Grippefälle gemeldet worden. Und es sind 165 Todesopfer zu beklagen gewesen, allein in dieser einen Saison hier bei uns in Deutschland. Weil sich das Grippevirus rasant verändert, müssen die Impfstoffe jedes Jahr neu konzipiert und produziert werden. Ein gutes Geschäft für die Hersteller. Es ist mit Abstand die lukrativste Impfung, weil sie jährlich durchgeführt wird. Und wir haben jetzt inzwischen sogar deutsche Bundesländer, wo auch für Kinder die Grippeimpfung empfohlen ist, obwohl die Studienlage da eigentlich eher katastrophal ist. Man fragt sich schon, woher solche Entscheidungen dann kommen. In Dresden werden Grippeimpfstoffe seit Jahrzehnten produziert. Das ehemalige sächsische Serumwerk Dresden gehört mittlerweile zum britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline. Peter Schuh ist Geschäftsführer. Er und rund 700 Mitarbeiter produzieren hier Jahr für Jahr Millionen von Impfdosen. Um den Grippeimpfstoff jede Saison neu anzupassen, benötigen sie zunächst Saatviren. Wir bekommen das Saatvirus aus statischen Laboratorien. Das sind 3 bzw. 4 verschiedene Saatviren, die wir benötigen, um den Impfstoff herzustellen. Influenza ist ein Virus, das einfach aufgebaut ist und das in vielen verschiedenen genetischen Varianten zirkuliert. Deshalb ist es notwendig, um einen möglichst breiten Schutz auch zu erzielen, gleichzeitig mit verschiedenen Virusantigenen gegen die Influenza zu impfen. Das Saatvirus wird in befruchtete Eier injiziert. In den Embryonen vermehrt es sich. Dieses Produktionsverfahren ist aufwendig. Für über 20 Millionen Impfdosen, die pro Saison in Deutschland benötigt werden, sind etwa ebenso viele Eier nötig. 2009 stießen die Pharmahersteller mit diesem Verfahren an Kapazitätsgrenzen. Damals mussten innerhalb kürzester Zeit große Mengen Impfstoff gegen einen bisher unbekannten Erreger produziert werden. Das Schweinegrippevirus, eine neue Variante vom Typ H1N1, versetzte weltweit viele Millionen Menschen in Alarmstimmung. Die Vorbereitung auf eine solche pandemische Situation hat sicherlich nicht erst im Jahre 2009 begonnen bei uns im Hause, sondern schon mindestens 10 Jahre vorher. Indem man auch sogenannte Kandidaten für potenzielle pandemische Epidemien in seinen Produktionsprozess mit einbaut, schaut, wie verhalten diese sich in dem Medium Hühnerei, sodass wir 2009, als die Pandemie dann eingetroffen ist, eigentlich eine sehr gute Basis hatten, hier relativ zügig zu reagieren. Die Weltgesundheitsorganisation rief eine Pandemie aus. In Deutschland empfahlen Politiker und STIKO die Impfung. Riesige Mengen Impfstoff wurden bereitgestellt. Doch das Virus war bei weitem nicht so gefährlich wie vermutet.
Der Schweinegrippe-Skandal hat gezeigt, wie von Interessenskonflikten behaftet die Weltgesundheitsorganisation ist, die man ja immer so als so ein heiliges Gremium früher gesehen hat. Bei uns in Deutschland war die Impfkommission für die Impfung, die Bevölkerung dagegen, es haben sich ja nur 8% impfen lassen. In Skandinavien waren es ja sehr, sehr viele, die sich impfen haben lassen. Und da gab es ja dann diese Autoimmunerkrankung, diese Schlafkrankheit, diese Narkolepsie bei mehreren hundert Kindern. Auch in Deutschland wurden vereinzelt Fälle von Narkolepsie gemeldet. Eine Krankheit, bei der die Schlaf-Wach-Regulation gestört ist. Sie geht mit Einschlafattacken einher. Hinsichtlich der Sicherheit dieses Impfstoffs haben wir noch einige Fragen offen. Es steht außer Zweifel, dass eine Häufung von Narkolepsiefällen, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern, aber auch in anderen Gebieten, dass da ein Zusammenhang zu dieser Impfung mit diesem auch bei uns eingesetzten Impfstoff bestand. Daran habe ich keinen Zweifel. Aber wir wissen immer noch nicht genau, was es ausgelöst hat. Nur ein Bruchteil der 34 Millionen bereitgestellten Impfstoffdosen wurde verabreicht. Dieselben Leute, die heute sagen, ah, ihr seid ja nur die Adepten der Industrie, hätten doch hinterher, wenn es schiefgegangen wäre, gesagt, wie konntet ihr diesen Impfstoff nicht bestellen? Ja, nur weil er zu geizig war, sozusagen hierfür Geld auszugeben. Also ich glaube, für die Leute, die da die Entscheidung hatten, war es eine schwierige Situation. Und ich glaube, das kann man heute einfach mit einem einfachen Argument nicht beiseite wischen. Etwa 29 Millionen Impfdosen mussten schließlich vernichtet werden. Kosten für die Bundesländer rund 230 Millionen Euro. Viele Menschen hatten mehr Angst vor dem neuen Impfstoff als vor dem Schweinegrippe-Erreger. Das war praktisch ein, ja, ein Versuch, weil da Hilfsstoffe verwendet wurden, die bisher in keinem Impfstoff so in diesem Maßstab verwendet wurden. Insgesamt war der Impfstoff gut, wenn immer wieder gesagt wurde, zu wenig untersucht. Das ist natürlich auch schwierig, in der Kürze der Zeit große Menschenmassen einzubeziehen in Studien. Die Frage ist einfach, wenn Sie noch nicht wissen, wie groß ist die Gefahr, die auf Sie zukommt, sagen Sie, ach, lass uns doch auf uns zukommen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich würde also heute wieder so entscheiden und wieder so handeln wie damals. Möglicherweise hat die Aufregung um die Schweinegrippe mehr Schaden angerichtet als das Virus selbst. Klaus Schlüter ist Geschäftsführer von Sanofi Pasteur. Die Pandemiediskussion war keine gute, das muss man auch sagen, weil die natürlich dazu geführt hat, dass insgesamt hinsichtlich der Impfung gegen die Grippe, aber auch gegen alle anderen Impfungen eine vermehrte Skepsis aufgetreten ist. Es hat eine Verunsicherung um sich gegriffen, die aus meiner Sicht gefährlich ist, weil es dazu geführt hat, dass wir eine zunehmende Impfmüdigkeit in Deutschland sehen. Eine Immunisierung schützt im besten Falle ein Leben lang. Auf die nachfolgenden Generationen lässt sie sich nicht übertragen. Alltag in einer Kinderarztpraxis in Berlin. Der 12 Monate alte Jan Luca soll geimpft werden. Sein Immunsystem muss erst noch lernen, sich gegen viele Krankheitskeime zu wehren. So, der Jan Luca kann zum Impfen kommen. Standardimpfungen sollen Jan Luca helfen, Schutz aufzubauen. Okay. Guten Tag, sage ich jetzt. Sein Kinderarzt Ulrich Fegeler empfiehlt für Kleinkinder in den ersten zwei Lebensjahren Impfungen gegen 13 verschiedene Krankheiten. Jan Luca müssen wir einmal hinlegen und die Hose müssen wir leider richtig ausziehen. Ja. So. Der kleine Jan Luca bekommt heute eine Kombinationsimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln. Sie passen auf das Händchen auf. So. Ulrich Fegeler hat in 25 Jahren unzählige Kinder geimpft. Er ist sich sicher, dass Kinder durch diese Impfungen vor gravierenden Krankheiten geschützt werden. Es sind alles Erkrankungen, die man sich nicht einfach zusammengesucht hat in der Schublade, um zu sagen, so, jetzt impfen wir mal ein bisschen, sondern alles Erkrankungen, die einen Sinn haben und die für die Kinder bzw. die Betroffenen hochdramatisch, teilweise sogar mit Todesfolge verlaufen können. Impfungen schützen nicht nur einzelne Personen. Jede Impfung hat auch Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft.
Es resultiert eben auch das, was wir eine Herdenimmunität nennen. Das heißt eben auch derjenige, der nicht oder nicht ausreichend geimpft ist, hat hierdurch einen gewissen Schutz. Wenn alle geimpft sind um ihn herum, dann dringt sozusagen der Erreger nicht bis zu ihm vor. Er kann eben diejenigen, die um ihn herum sind, nicht infizieren, also kann der Erreger auch nicht weitergegeben werden. Ulrich Fegeler ist Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Er repräsentiert 10.000 Kollegen, die Impfungen bedingungslos befürworten. Da passiert gar nichts. Ne? Also Masern-Muskelschutzimpfung ist eine der am besten verträglichen Impfungen, die wir haben. Nicht? Und ich denke, da brauche ich keine Sorgen zu machen. Okay. Gut, ich sage tschüss, alles Gute. Doch manche Eltern haben Angst vor starken Nebenwirkungen und stehen der Schulmedizin grundsätzlich skeptisch gegenüber. Auffallend viele von ihnen gehören höheren Bildungsschichten an. Gerade in Ballungsgebieten und in Großstädten wie München finden sich Impfkritiker. Einer von ihnen ist Martin Hirte. Der Kinderarzt und Homöopath gehört zum Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Er ist Autor des Buches Impfen Pro und Contra. Martin Hirte bezweifelt, dass alle empfohlenen Impfungen wirklich notwendig sind. Also die Kinder, die gar nicht geimpft sind, die haben meinen Eindruck nach ein sehr stabiles Immunsystem. Die kommen oft nur zu den Vorsorgen, dazwischen sehe ich sie nicht. Es kann natürlich sein, dass auch andere Faktoren dafür verantwortlich sind. Vielleicht werden die seltener in Gruppen betreut oder vielleicht wurden die länger gestillt. Aber es ist schon auffällig, dass diese Kinder sehr stabil sind. Mal, lässt du mich mal in den Mund reingucken, gell? Machst mal Atem, mal die Zunge ein bisschen raus, Tongue out. Nach Meinung der Kritiker kann es nützlich sein, ohne spezielle Impfungen durchs Leben zu gehen. Okay. Mir, zeig mir auch mal deine Zunge, mach mal Atem. Schau mir das. Man hat also fährt diese Ausrottungsprogramme, Windpocken, Mumps, versucht, diese Krankheiten zu verschwinden zu bringen. Aber wir haben doch Informationen, dass diese Krankheiten auch das Immunsystem in einer gewissen Weise stärken. Und da kann ich mir vorstellen, dass manche Eltern sich da auch überlegen, soll ich diese Impfung nicht vielleicht doch zu einem späteren Zeitpunkt durchführen und erstmal meinem Kind die Chance geben, diese oder jene Krankheit durchzumachen. Impfbefürworter halten solche Argumente für verantwortungslos. Sie warnen vor Impflücken, die die Bevölkerung gefährden können. In Deutschland sind zum Beispiel nur 37% aller Kleinkinder in den ersten 24 Lebensmonaten so gegen Masern geimpft, wie es empfohlen wird. Beim Schuleintritt sind es immerhin 92%. Wenn man den Gegner nicht mehr im Auge hatte oder Jahrzehnte nicht mehr gesehen hatte, nicht, dann hat man manchmal das Gefühl, den hat es gar nicht gegeben. Nicht? Aber das ist leider Gottes eine furchtbare Unwahrheit, ein Trugschluss, nicht? Der sofort gekontert würde durch eine Zunahme, wieder eine dramatische Zunahme entsprechender Erkrankungen. Ein großes Problem sind die Masern, die immer wieder zu Todesfällen führen. In der ersten Jahreshälfte 2013 wurden allein in Deutschland über 1000 Masernfälle gemeldet, wesentlich mehr als im Jahr zuvor. Das Ansteckungsrisiko bei dieser oft als Kinderkrankheit verharmlosten Infektion ist groß. Das Virus wird durch Tröpfcheninfektion, also auch beim Husten oder Niesen, übertragen. Die WHO möchte die Krankheit bis 2015 besiegen, doch das lässt sich laut Experten nur bei einer Impfquote von 95% erreichen. In Skandinavien und den USA gelten die Masern als überwunden. In Deutschland hingegen grassiert Impfskepsis mit Folgen. In Duisburg gab es 2006 besonders viele und schwere Fälle von Masern. Die Auswirkungen des Ausbruchs beschäftigen die Ärzte an der St. Johannes-Klinik noch heute. Peter Seifert ist hier Chefarzt der Kinderklinik. Ja, auch jetzt verfolgt und begleitet uns noch die Folgen von diesem Masernausbruch. Ein sehr kleines Kind ist
auch an einer Masern-Hirnentzündung erkrankt und circa ein Dreivierteljahr später verstorben. Und ein Mädchen betreuen wir jetzt noch, die hatte seinerzeit die Masern offensichtlich sehr leicht durchgemacht. Die haben wir während des Masernausbruchs noch nicht kennengelernt. Aber dann 2 Jahre später ist sie in die Klinik gekommen mit zunächst sehr milden Auffälligkeiten. Peter Seifert und sein Team dokumentierten damals das Krankheitsbild. Zunächst stolperte das Kind immer wieder. Nur 2 Monate später saß es nahezu regungslos im Rollstuhl. Das Mädchen leidet an der Gehirnentzündung SSPE, einer unheilbaren und immer tödlich endenden Folgeerkrankung einer Maserninfektion, bei der die Masernviren das Gehirn befallen. Ein Mensch, der eine SSPE-Erkrankung hat, verliert seine Hirnsubstanz. Das Gehirn löst sich praktisch auf. Es bleibt nur noch das Gerüst übrig und die frei werdenden Bereiche im Kopf füllen sich mit Hirnwasser. Der Mensch ist eigentlich nur noch Hülle, kann keinen Kontakt mehr aufnehmen und nichts mehr selber machen. Von seinem Wesen ist nichts mehr übrig. Ein kleiner Ort in der Nähe von Stuttgart. Der 19-jährige Max Schönbohm ist an SSPE erkrankt. Seit rund 8 Jahren liegt er im Wachkoma. Immer wieder erleidet er starke epileptische Anfälle. Er macht nichts mehr, kann nichts mehr alleine. Und im Grunde genommen ist es so, dass man eigentlich jeden Tag mit dem Tod schon rechnen muss. Max hatte rund 10 Jahre lang eine glückliche Kindheit. Zwar hatte er als 7 Monate alter Säugling die Masern, nachdem das hohe Fieber und die roten Pusteln verschwunden waren, schien die Krankheit jedoch besiegt. Max war unheimlich energiegeladenes Kind, von Anfang an eigentlich, selbst als Säugling. Kaum wirklich ruhig zu kriegen. Ein Wirbelwind, der sehr schnell viele Leute auch um den Finger gewickelt hat. Also der hat einen gewissen Charme gehabt. Das lag ihm wohl in die Wiege gelegt. Max hat immer ganz viele Kinder gebraucht, hat einen Tross von Kindern immer um sich herum gehabt. Manchmal auch ein bisschen schwierig, weil er auch einen dicken Kopf hatte. Er hat manche Dinge einfach durchsetzen wollte. Papa! Das mal festhalten, den frechen Max. Max, die Angst? Als das Kind im Unterricht immer unaufmerksamer wurde, dachten Lehrer, Eltern und Ärzte zuerst an ADHS. Eine Fehldiagnose. Ich weiß noch ganz genau, wo dann klar wurde, dass es nicht in Ordnung ist. Das war im November 2004, da saßen wir abends am Abendbrottisch. Meine Frau war nicht zu Hause, die war unterwegs. Ich saß mit den beiden Jungs und wir haben uns so unterhalten. Und Max hörte plötzlich auf zu sprechen, von einer Sekunde zur anderen. Eine halbe, dreiviertel Minute lang. Und dann machte er weiter. Und ich hatte ihn gefragt, Max, was war das? Und er wusste gar nicht, was ihm geschehen war. Und das kam dann eine Stunde später nochmal. Und dann haben wir Panik bekommen. Es folgten erste epileptische Anfälle. Wenige Monate später wurden die Schönbohms in der Uniklinik Heidelberg mit der schlimmen Diagnose konfrontiert. Ihr Kind leidet an SSPE. Da saß dann so ein ganzer Ärztestab vor uns, der uns dann ganz sachlich gesagt hat, der Max hat eine tödliche Krankheit, die nicht heilbar ist und Sie werden Ihr Kind dran verlieren. Versuchen Sie die Zeit bis dahin noch so gut wie es geht zu nutzen. Dann fällt man in so eine Verzweiflung, ja. Das kann nicht sein. Nicht das eigene Kind. Innerhalb eines Jahres verlor Max all seine Fähigkeiten. Man hat es auch gesehen, er konnte dann zuerst nicht mehr rechnen, das war das Erste, was wegging. Dann konnte er nicht mehr schreiben. Er war ein begeisterter Schachspieler, das ging alles nicht mehr, hat völligen Unsinn gemacht. Und das ging dann, also wirklich, konnte man zuschauen von Woche zu Woche. Heute wird Max täglich von Pflegepersonal und Ärzten betreut. Er bekommt Schmerzmittel und hängt an Überwachungsmonitoren. Als Säugling konnte er nicht gegen die Masern geimpft werden, weil er zu jung war.
Hätten genügend Menschen um ihn herum Impfschutz gehabt, wäre das Virus vielleicht nicht bis zu ihm vorgedrungen. Diese Art Erkrankung ist eigentlich das Schlimmste, was uns begegnen kann, weil wir machtlos sind, sie aufzuhalten und zu heilen, in der Kombination damit, dass sie eigentlich vermeidbar wären. Und zwar relativ einfach vermeidbar wären durch eine Impfung vorweg. Und das macht uns natürlich und mich persönlich sehr betroffen. Peter Seifert und sein Team in Duisburg haben bisher 3 Kinder mit SSPE betreut, die auf den Masernausbruch 2006 zurückzuführen sind. Es können noch weitere folgen, denn die Erkrankung kann bis zu 10 Jahre nach der eigentlichen Infektion auftreten. Eine rechtzeitige Masernimpfung kann schützen. Sie funktioniert im Prinzip wie alle Impfungen. Im Wirkstoff befinden sich viele abgeschwächte Krankheitserreger, die die Körperzelle befallen und sich vermehren. Wie bei einer echten Infektion. Doch die Impfviren haben nur ähnliche Erkennungsmerkmale. Sie können die Erkrankung nicht auslösen. Die Immunreaktion wird in Gang gebracht. Körpereigene Fresszellen vernichten die Eindringlinge. Außerdem aktivieren die Fresszellen nun andere Zellen, die wiederum Antikörper produzieren und ausschütten. Die Antikörper heften sich an die Viren, sodass diese sich nicht ausbreiten können. Nach rund 2 Wochen ist die Reaktion abgeschlossen. Die Antikörper und spezielle Gedächtniszellen im Blut sind nun ausgebildet und können zukünftig den echten Krankheitserreger aufspüren und unschädlich machen. Impfstoffe gaukeln dem Immunsystem also eine Krankheit vor, um so die Abwehrkräfte zu mobilisieren und den Menschen vor den echten Erregern zu schützen. In Berlin berät die Ständige Impfkommission regelmäßig über sämtliche Impfstoffe, um die Bevölkerung vor Infektionskrankheiten zu schützen. Die Mitglieder der STIKO sind Ärzte und unabhängige Wissenschaftler. Jan Leidel und die anderen 15 ehrenamtlichen Männer und Frauen werden alle 3 Jahre vom Bundesgesundheitsministerium neu berufen. Die STIKO hat eine außerordentlich aufwendige Methodik entwickelt, die nachvollziehbar und transparent auch dargestellt ist, im Internet verfügbar ist und die sich orientiert an den Kriterien der sogenannten Evidence-Based Medicine, also einer auf Beweise beruhenden Medizin. So empfiehlt die STIKO derzeit beispielsweise in den ersten beiden Lebensjahren Impfungen gegen 13 verschiedene Krankheiten. Doch Kritiker weisen darauf hin, dass die STIKO-Mitglieder in ihren Entscheidungen befangen sein könnten. Wir haben auch in der Ständigen Impfkommission die Mehrzahl der Mitglieder, das sind alles hochrangige Wissenschaftler und spezialisiert auf Impfstoffe. Und da kann es fast gar nicht ausbleiben, dass die alle irgendwie auch schon mal Studien gegen Geld für die entsprechenden Herstellerfirmen gemacht haben. Die STIKO betont ihre klaren Regeln und die Transparenz. Bevor jemand berufen wird und wiederholt vor jeder Sitzung oder jeder zweiten Sitzung, muss jedes STIKO-Mitglied in einem 32-seitigen Fragebogen über seine möglichen Interessenkollisionen sehr, sehr, sehr ausführlich Auskunft geben. Diese Auskünfte sind übrigens auch im Internet alle veröffentlicht. Im Einzelfall werden Mitglieder von Abstimmungen über Impfstoffe ausgeschlossen. Seit 2007 empfiehlt das Gremium auch die HPV-Impfung. Die Immunisierung schützt vor 2 humanen Papillomavirus-Typen, die vermutlich für 70% aller Erkrankungen an Gebärmutterhalskrebs verantwortlich sind. Aus der Sicht der STIKO, und daran hat sich überhaupt nichts geändert, war auch die Evidenz, was diese Impfung Großartiges zu leisten vermag, so groß, dass wir sagten, es ist eigentlich sogar ethisch nicht zu verantworten, diesen Schutz unseren Mädchen vorzuenthalten. Da die Viren durch Sex übertragen werden, wird die Impfung jungen Mädchen vor dem ersten Geschlechtsverkehr empfohlen. Weltweit sterben jährlich rund 250.000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. Einer der Hersteller des HPV-Impfstoffes ist das Pharmaunternehmen Sanofi Pasteur. Das ist sicherlich eine medizinische Revolution gewesen und
Herr Zuhausen hat ja auch als deutscher Forscher dafür den Nobelpreis verliehen bekommen, dass er entdeckt hat, wie der Zusammenhang zwischen der HPV-Infektion und Krebsarten ist. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Entwicklung gewesen. Und diese Chance, Frauen gegen Gebärmutterhalskrebs zu schützen, wird leider in Deutschland noch nicht ausreichend genutzt. Wir haben Impfraten, die liegen um die 40% bei den jungen Mädchen zwischen 12 und 17, für die diese Impfung empfohlen ist. Und diese medizinische Revolution, die wirklich dafür sorgt, dass sich durch eine Impfung einen bösen Krebs verhindern kann, wird in Deutschland leider nicht ausreichend genutzt. Anfangs wurde der Impfstoff als Sensation gefeiert und stark beworben. Mit rund 450 Euro pro Immunisierung zählt er zu den teuersten Impfstoffen überhaupt. Der Gesundheitswissenschaftler Rolf Rosenbrock sieht den Nutzen der Impfung kritisch. Das wurde auch von vornherein von der Pharmaindustrie propagandistisch sehr stark genutzt, zu sagen, wir haben jetzt den Durchbruch in der Krebsprävention. Und das ist vollkommen irreführend. Wir haben einen in Deutschland sehr seltenen Krebs. Der Gebärmuttermundhalskrebs ist der 11. häufigste Krebs der Frauen in Deutschland. Er erklärt 1,7% der Krebsmortalität bei den Frauen in Deutschland. Und der hat eine Virusbeteiligung. Als kurz nach ihren Impfungen drei junge Frauen starben, setzte eine kontroverse Diskussion über die Risiken ein. Ein Zusammenhang zwischen Impfungen und Todesursachen konnte zwar nicht nachgewiesen werden, doch im Bielefelder Manifest zogen auch namhafte Wissenschaftler die Notwendigkeit der Impfung in Zweifel. Rolf Rosenbrock war damals Mitglied im Sachverständigenrat Gesundheit, einer Expertenkommission, die die Bundesregierung berät. Gegenüber einer regelmäßigen Früherkennung hat die Impfung nur einen sehr geringen, wenn überhaupt einen Zusatznutzen. Das heißt, die Impfung ist das, was wir eine Add-on-Technologie nennen, etwas, was man zusätzlich macht, was aber das Risiko zu erkranken oder gar daran zu sterben allenfalls sehr geringfügig senkt. Wenn Sie sich eine junge Frau mit 28 oder 26 oder 27 anschauen, die bereits Vorstufen des Gebärmutterhalskrebs hat und die behandelt werden müssen, dann ist diese junge Frau möglicherweise daran gehindert, gesunde Kinder zur Welt zu bringen. Das würde durch eine Vorsorgeuntersuchung tatsächlich erkannt und der Krebs würde verhindert. Aber die Vorstufe des Krebs kann nur durch die Impfung verhindert werden. In Australien ist die HPV-Impfung weit verbreitet. Eine im Frühjahr 2013 veröffentlichte Studie zeigt, seit Beginn der Impfungen sind Genitalwarzen bei jungen Frauen in Australien fast vollständig verschwunden. Die Ergebnisse sind auf den ersten Blick sehr überzeugend. Man muss aber auch sagen, Kondylome, und das sind Genitalwarzen, sind eine sehr lästige und sehr hässliche Sache, aber sie sind kein Krebs. Wir wissen heutzutage schon, dass die HPV-Viren noch ganz andere Krebsarten hervorrufen können und dass der Impfstoff davor schützen kann. Ich glaube, dass die Erkenntnisse zum HPV-Impfstoff noch lange nicht abgeschlossen sind und dass wir mit diesem Impfstoff noch viel mehr verhindern können an Krebserkrankungen, als wir das heute können. Die Techniken, um neue Impfstoffe zu erforschen und zu entwickeln, werden immer ausgefeilter. Doch das Prinzip ist seit der Erfindung der Impfung dasselbe geblieben. Angefangen hat alles mit einer der schlimmsten Seuchen der Menschheit, den Pocken. Allein im 18. Jahrhundert sollen ihr jedes Jahr etwa 400.000 Europäer zum Opfer gefallen sein. 1796 machte der englische Arzt Edward Jenner eine folgenreiche Entdeckung. Er beobachtete, dass Menschen, die sich mit den ungefährlichen Kuhpocken angesteckt hatten, gegen Menschenpocken immun waren. Der Arzt unternahm einen riskanten Versuch. Er infizierte einen kleinen Jungen mit Kuhpocken und kurz darauf mit Menschenpocken. Das Kind war immun. Die Pocken konnten im Laufe der Jahrhunderte zurückgedrängt werden. 1977 wurde in Somalia der letzte Pockenfall dokumentiert. Die Weltgesundheitsorganisation hatte sich zuvor zu einer groß angelegten Kampagne gegen das Virus entschlossen. Innerhalb von 10 Jahren wurden weltweit 4,5 Milliarden Menschen geimpft. 1980 erklärte die WHO die Welt für pockenfrei. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass nach dem Zugang zu sauberem Trinkwasser Schutzimpfungen die wichtigste Maßnahme sind zum Erhalt von Leben und zum Erhalt der Gesundheit.
Auch Polio, die Kinderlähmung, gilt durch die groß angelegten Impfkampagnen als nahezu besiegt. Doch in Krisengebieten mit schlechter medizinischer Versorgung kommt es immer wieder zu dramatischen Ausbrüchen. In Nigeria, Somalia und zuletzt auch in Syrien. Wenn man einmal in der dritten Welt gearbeitet hat, wo man die wirklichen Bedürfnisse der Leute kennt und wenn man diese Menschen sieht, die schütteln nur den Kopf darüber, dass sich solche reichen Länder wie die Bundesrepublik Deutschland solche Luxusdiskussionen leisten. Wenn man denen kommt, diesen Menschen, und sagt, ja, aber könnte das nicht also gefährliche Nebenwirkungen haben und ist es nicht besser, nicht zu impfen, die schütteln nur den Kopf. Also der Impfepidemiologe, der die Situation in der Welt kennt und eben nicht nur die kleine Bundesrepublik Deutschland, der weiß, wie wichtig die Impfung ist und wie nachhaltig. In den reichen Industriestaaten gibt es immer wieder Berichte über schwere Impfschäden. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Impfung und schweren Gesundheitsschäden ist wissenschaftlich jedoch nur sehr schwer nachweisbar. Ich habe zahlreiche Kinder gesehen, die nach 5- oder 6-fach Impfstoffen Krampfanfälle oder Hirnschäden bekommen haben, die aber nicht, Gott sei Dank, nicht ich geimpft habe, sondern die dann zu mir gekommen sind, weil sie von mir wissen wollten, kann das mit der Impfung zusammenhängen? Ihre Kinderärzte bzw. die behandelnden Krankenhäuser hätten gesagt, es kann kein Zusammenhang sein. Wobei ich mich dann schon frage, wenn ein Kind so 6 Stunden nach einer 5-fach Impfung blau in der Wiege liegt, ob man da von vornherein sagen kann, das war nicht die Impfung. Neueste Studienergebnisse zeigen, dass schwere epileptische Anfälle von Kindern nach einer Impfung nicht durch die verabreichten Antigene ausgelöst werden, sondern durch Fieber. Schuld ist ein Gendefekt. In Langen, südlich von Frankfurt am Main, wird die Sicherheit und Wirkung von Impfstoffen systematisch überprüft. Das Paul-Ehrlich-Institut ist die Zulassungsbehörde für alle Impfstoffe. Jede Charge, die auf den deutschen Markt kommt, wird hier genauestens unter die Lupe genommen. Impfstoffe gehören zu den am besten untersuchten medizinischen Mitteln. Was ist jetzt für ein Stamm hier? H1N1 und von der Position 28 bis 36 ist der Standard. Ja, okay. Bis später. Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts ist Klaus Zichutek. Er und sein Team haben für die Bewertung der Impfstoffe ein erprobtes Verfahren. Ganz gut aus. Wunderbar. Und haben Sie eine Aussage darüber, bei wie vielen Dosen wir insgesamt im Jahr landen werden? So zwischen 19 und 20 Millionen, schätze ich mal. Wir können ja nicht die klinische Prüfung nochmal wiederholen, sondern wir können aber überprüfen, ob der Impfstoff den richtigen Antigengehalt umfasst, ob auch die Identität dieses Antigens gegeben ist, ob das Antigen in einer Form vorliegt, sodass es tatsächlich die gewünschte Immunreaktion hervorruft. Klar ist auch, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Durch eine Impfung kann es also zu ungewollten Reaktionen des Körpers kommen. Deshalb hat das Paul-Ehrlich-Institut eine Online-Datenbank entwickelt. Hier werden sämtliche Verdachtsfälle auf Impfkomplikationen erfasst und öffentlich gemacht. Damit will das Institut ein Höchstmaß an Transparenz zum Thema Impfnebenwirkungen bieten. Die häufigsten Fälle sind die bekannten. Nämlich, dass sie lokale Reaktionen haben, Hautrötung. Manchmal hat man tatsächlich auch Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder Geimpfte fühlen sich krank. Allerdings sind diese Beschwerden vorübergehend und sind nach 1 bis 3 Tagen normalerweise abgeklungen. Und das ist der wichtige Punkt dabei. In seltenen Fällen können jedoch bleibende Schäden auftreten. Im Extremfall Hirnschäden. Für 2011 hält das Paul-Ehrlich-Institut einen Zusammenhang zwischen Impfungen und gemeldeten bleibenden Schäden in 13 Fällen für möglich, jedoch nicht für wahrscheinlich oder gar gesichert. Wenn Millionen von Menschen geimpft werden, dann treten bei diesen Millionen und 10 Millionen von Menschen auch Krankheiten zeitlich nach einer Impfung auf, die aber nicht von dem Impfstoff verursacht werden.
Und das wird häufig nicht richtig verstanden, dass ein zeitlicher Zusammenhang des Auftretens einer Erkrankung mit einer Impfung nicht bedeutet, dass automatisch die Impfung dafür verantwortlich gemacht werden kann. Bei positiven Dingen, da halten wir den, kommen wir nicht auf die Idee, dass da ein Zusammenhang besteht. Kein Mensch sagt, 3 Tage nachdem sie die 4. 6-fach-Impfung bekommen hat, hat meine Tochter das erste Mal Papa zu mir gesagt. Ja, auf die Idee kommt man nicht. Aber wenn es was Unangenehmes ist, dann tendiert man auch in unserem Kausalitätsbedürfnis dazu, zu sagen, es wird an der Impfung liegen. Das mag es auch manchmal tun, aber es ist außerordentlich schwierig, das im Einzelfall genau auseinanderzuhalten. Trotzdem verweisen Impfskeptiker immer wieder auf Gefahren. In England verbreitete sich die Vorstellung, dass Impfungen auch für das Entstehen von Autismus verantwortlich seien. Der britische Arzt Andrew Wakefield hatte 1998 dazu eine Studie in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. Doch internationale Medien berichteten, dass Wakefield von Anwälten Geld erhalten hatte, die Eltern von autistischen Kindern vertraten. Die britische Ärztekammer entschied, dass Andrew Wakefield unethische Methoden angewandt hatte. Er erhielt Berufsverbot. Aktuelle Studienergebnisse belegen, dass es keinen Zusammenhang gibt und dass die Autismus-These von Andrew Wakefield nicht haltbar ist. Doch der Mythos hält sich hartnäckig und die Impfskepsis wächst. An der Universität Erfurt untersucht die Psychologin Cornelia Beetsch die Motive, die dazu führen, dass sich Eltern gegen das Impfen ihrer Kinder entscheiden. Menschen bereuen etwas, ein negatives Ereignis stärker, wenn es von einer Handlung kommt, als wenn es von einer unterlassenen Handlung kommt. Also wenn wir zum Beispiel Fieber nehmen, wenn davor eine Impfung steht, also eine Handlung, dann bereuen Menschen das stärker, als wenn es die Krankheit ist, gegen die geimpft wurde. Ein großes Problem, manche Menschen unterscheiden nicht zwischen realen Risiken und Schreckensmeldungen, die sie hören oder lesen, ohne die Faktenlage prüfen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, beispielsweise durch Masern schwer geschädigt zu werden, ist etwa 1000-mal größer als die Wahrscheinlichkeit eines Impfschadens. Diese Berechnung beruht auf tatsächlichen Fallzahlen. Das Problem ist, dass, wenn wir es objektiv betrachten, es so ist, dass die Krankheiten natürlich mehr Risiken birken als die Impfung. Aber das objektive Risiko ist eben nicht das, was die Impfentscheidung beeinflusst, sondern das subjektive Risiko, also das, was ich selbst wahrnehme. Und das ist sehr leicht verzerrbar, eben zum Beispiel durch Geschichten aus dem Internet oder eigene Erfahrungen und. Das Internet spielt eine besondere Rolle. Hier gelangt man sehr schnell auf Seiten von mitunter radikalen Impfkritikern, die zum Teil sehr fragwürdige Informationen verbreiten. Also wir haben untersucht, was passiert, wenn Menschen auf diesen impfkritischen Seiten nach Informationen suchen, und haben gefunden, dass schon eine Suche von 5 bis 10 Minuten signifikant das wahrgenommene Impfrisiko erhöht und die Impfintention für viele verschiedene Impfungen senkt. Also da ist der Effekt doch sehr stark von nur einer ganz kurzen Informationssuche. Cornelia Beetsch und ihr Team haben untersucht, welche Bedeutung konkrete Schicksalsgeschichten im Zusammenhang mit vermeintlichen Impfschäden haben. Da haben wir gefunden, dass wenn solche Einzelfallberichte, Einzelschicksale, mein Sohn Dominik wurde geimpft, dann ist Folgendes passiert. Wenn solche Geschichten auf den Seiten vorkommen, dann treibt das die Risikowahrnehmung in die Höhe. Das ist eine besondere Art von Information und dagegen ist jede Statistik natürlich Schall und Rauch. So entscheiden sich Menschen, aus Angst, das Falsche zu tun, dafür nichts zu tun. Also ich mache mindestens 2-mal pro Tag eine Impfberatung mit skeptischen Eltern. Ich kann natürlich nicht sagen, wie groß da jetzt der Prozentsatz ist in einer Stadt wie München, aber ich denke, es sind schon eine ganze Menge, die dann auch ratlos sind, weil ihr Arzt halt nichts Alternatives anbietet, außer der 6- oder 7- oder 8-fach-Impfung. Bei den Masern-Impfquoten zeigen sich in Deutschland regional deutliche Unterschiede.
Die Zahlen von Sachsen lassen sich wegen anderer Impfempfehlungen nicht vergleichen. Auffallend, im Süden der Republik und in Metropolen wird am wenigsten geimpft. Man kann annehmen, dass eben besser gebildete Eltern die Empfehlung des Arztes vielleicht eher mal hinterfragen, dann Informationen suchen, dann im Internet die ganzen impfkritischen Seiten finden. Und wenn sie eben vom Arzt nur hören, impfen, da passiert gar nichts, und dann gucken sie im Internet und dann finden sie eine Latte von ganz schrecklichen Geschichten, was alles doch passieren kann, die ja häufig gar nicht als Impfschäden anerkannt sind, aber eben als solche propagiert werden, dann kann das natürlich zu einer verzerrten Risikowahrnehmung führen und dann die Impfquoten in der Folge sinken. Die Psychologie des Impfverhaltens beschäftigt Cornelia Beetsch seit einigen Jahren. Auch sie hat Kinder, die geimpft werden mussten. Für mich war Impfen immer auch mit negativen Gefühlen verbunden, weil ich eben durch meine Arbeit alle schrecklichen Fälle kenne, die so potenziell im Internet rumschwirren. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass wir zwei Einstellungen haben. Ja? Wir haben eine Einstellung fürs Impfen, wir haben eine Einstellung dagegen. Wir haben Wissen, also eine kognitive Einstellung, und haben aber auch ein Gefühl, eine affektive Einstellung. Das kann auseinandergehen. Ja? Ich kann wissen, Impfen ist gut, und ich kann trotzdem sagen, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Naturheilverfahren und Homöopathie können Schutzimpfungen nicht ersetzen. Deshalb führen auch impfkritische Ärzte wie Martin Hirte ausgewählte Impfungen durch. Das Abraten von einer Impfung ist ein Problem. Also da setzt man sich unter Umständen juristisch in die Nesseln. Also ich gehe andersrum vor, ich rate zu dieser oder jener Impfung und sage bei anderen Impfungen, das würde ich jetzt bei meinem Kind vielleicht nicht so machen, aber wenn die Eltern das wollen, führe ich das durch. Die Masernimpfung ist eine Impfung, die ich für sinnvoll halte, weil immer mehr Erwachsene an Masern erkranken, die auch ein hohes Komplikationsrisiko haben. Und ich sehe für sinnvoll an, bei den Kindern die Masern zu verhindern, damit sie ihre Eltern nicht anstecken. Das große Ziel der WHO, die gefährlichen Masern weltweit zu besiegen, scheint in weiter Ferne. Auch weil in der hochentwickelten Industrienation Deutschland Impfskepsis grassiert und sich Menschen gegen das Impfen entscheiden. Dann danken wir. Dankeschön. Danke euch. Letztendlich kann man schon sagen, dass es eine egoistische Entscheidung ist, denn man weiß ja, dass im Prinzip alle außenrum geimpft sind, und man verlässt sich darauf und begibt sich dann in eine gut geimpfte Gesellschaft und spart selber die Kosten. Also dieses Trittbrettfahren, das tritt auf, und das kann durch soziale Appelle vermindert werden. So wie es möglich ist, dass das Poliovirus aus Syrien wieder nach Europa eingeschleppt wird, besteht auch die Gefahr, dass sich Masern von hier aus verbreiten. Ich impfe seit 25 Jahren in unserer Praxis, und zwar sehr intensiv. Wir haben pro Tag sehr viele Impfungen. Das schwankt natürlich ein bisschen, aber es sind teilweise bis 25, 30 Impfungen, die wir durchführen. Es gibt auch Tage, wo es 50 sind. Wir haben seit diesen 25 Jahren noch keine einzige ernsthafte Nebenwirkung erlebt. Impfungen schützen nicht nur den Einzelnen. Je mehr Menschen geimpft sind, desto besser kann die Ausbreitung von Krankheitserregern verhindert werden. Dies hilft vor allem denen, die nicht geimpft werden können, weil sie zu jung, zu schwach oder bereits erkrankt sind. In den ersten Lebensmonaten ist das Immunsystem noch nicht ausgebildet. Es muss noch lernen, sich gegen viele Krankheitskeime zu wehren. Impfungen helfen, Schutz aufzubauen. Das ist eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Medikament, was die Menschheit jemals entwickelt hat. Und auch das erfolgreichste. Wir sind seit der Einführung der Impfung einen gigantischen Schritt weitergekommen. Impfen ist ein Eingriff an einem gesunden Kind. Und die Eltern haben natürlich die Sorge, dass sie da was falsch machen. Manche Impfungen schützen ein Leben lang, andere, beispielsweise gegen die Grippe, müssen regelmäßig erneuert werden. Doch es gibt Verunsicherung.
Wir haben eine Einstellung fürs Impfen, wir haben eine Einstellung dagegen. Wir haben Wissen, also eine kognitive Einstellung, und haben aber auch ein Gefühl, eine affektive Einstellung. Und das kann auseinandergehen. Ja? Ich kann wissen, Impfen ist gut, und ich kann trotzdem sagen, oh Gott, hoffentlich passiert nichts. Dafür oder dagegen? Eine Frage, die immer wieder neu gestellt wird. In Berlin sitzt beim Robert-Koch-Institut ein Expertengremium, das für Deutschland Empfehlungen ausspricht, welche Impfungen wann und wie verabreicht werden sollten. Jan Leidel ist Vorsitzender der STIKO, der Ständigen Impfkommission der Bundesrepublik Deutschland. Eine Impfung, die er und sein Gremium jedes Jahr im Herbst und Winter vor allem für Menschen ab 60, Schwangere oder chronisch Kranke empfehlen, ist die Impfung gegen Influenza, die Grippe. Sie wird maßlos unterschätzt. Alleine in der letzten Saison sind über 65.000 labormäßig nachgewiesene Grippefälle gemeldet worden. Und es sind 165 Todesopfer zu beklagen gewesen, allein in dieser einen Saison hier bei uns in Deutschland. Weil sich das Grippevirus rasant verändert, müssen die Impfstoffe jedes Jahr neu konzipiert und produziert werden. Ein gutes Geschäft für die Hersteller. Es ist mit Abstand die lukrativste Impfung, weil sie jährlich durchgeführt wird. Und wir haben jetzt inzwischen sogar deutsche Bundesländer, wo auch für Kinder die Grippeimpfung empfohlen ist, obwohl die Studienlage da eigentlich eher katastrophal ist. Man fragt sich schon, woher solche Entscheidungen dann kommen. In Dresden werden Grippeimpfstoffe seit Jahrzehnten produziert. Das ehemalige sächsische Serumwerk Dresden gehört mittlerweile zum britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline. Peter Schuh ist Geschäftsführer. Er und rund 700 Mitarbeiter produzieren hier Jahr für Jahr Millionen von Impfdosen. Um den Grippeimpfstoff jede Saison neu anzupassen, benötigen sie zunächst Saatviren. Wir bekommen das Saatvirus aus statischen Laboratorien. Das sind 3 bzw. 4 verschiedene Saatviren, die wir benötigen, um den Impfstoff herzustellen. Influenza ist ein Virus, das einfach aufgebaut ist und das in vielen verschiedenen genetischen Varianten zirkuliert. Deshalb ist es notwendig, um einen möglichst breiten Schutz auch zu erzielen, gleichzeitig mit verschiedenen Virusantigenen gegen die Influenza zu impfen. Das Saatvirus wird in befruchtete Eier injiziert. In den Embryonen vermehrt es sich. Dieses Produktionsverfahren ist aufwendig. Für über 20 Millionen Impfdosen, die pro Saison in Deutschland benötigt werden, sind etwa ebenso viele Eier nötig. 2009 stießen die Pharmahersteller mit diesem Verfahren an Kapazitätsgrenzen. Damals mussten innerhalb kürzester Zeit große Mengen Impfstoff gegen einen bisher unbekannten Erreger produziert werden. Das Schweinegrippevirus, eine neue Variante vom Typ H1N1, versetzte weltweit viele Millionen Menschen in Alarmstimmung. Die Vorbereitung auf eine solche pandemische Situation hat sicherlich nicht erst im Jahre 2009 begonnen bei uns im Hause, sondern schon mindestens 10 Jahre vorher, indem man auch sogenannte Kandidaten für potenzielle pandemische Epidemien in seinem Produktionsprozess mit einbaut, schaut, wie verhalten diese sich in dem Medium Hühnerei, sodass wir 2009, als die Pandemie dann eingetroffen ist, eigentlich eine sehr gute Basis hatten, hier relativ zügig zu reagieren. Die Weltgesundheitsorganisation rief eine Pandemie aus. In Deutschland empfahlen Politiker und STIKO die Impfung. Riesige Mengen Impfstoff wurden bereitgestellt. Doch das Virus war bei weitem nicht so gefährlich wie vermutet. Der Schweinegrippe-Skandal hat gezeigt, wie von Interessenskonflikten behaftet die Weltgesundheitsorganisation ist, die man ja immer so als so ein heiliges Gremium früher gesehen hat. Bei uns in Deutschland war die Impfkommission für die Impfung, die Bevölkerung dagegen, es haben sich ja nur 8% impfen lassen. In Skandinavien waren es ja sehr, sehr viele, die sich impfen haben lassen. Und da gab es ja dann diese Autoimmunerkrankung, diese Schlafkrankheit, diese Narkolepsie bei mehreren hundert Kindern. Auch in Deutschland wurden vereinzelt Fälle von Narkolepsie gemeldet. Eine Krankheit, bei der die Schlaf-Wach-Regulation gestört ist. Sie geht mit Einschlafattacken einher. Hinsichtlich der Sicherheit dieses Impfstoffs haben wir noch einige Fragen offen. Es steht außer Zweifel,
dass eine Häufung von Narkolepsiefällen, vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern, aber auch in anderen Gebieten, dass da ein Zusammenhang zu dieser Impfung mit diesem auch bei uns eingesetzten Impfstoff bestand. Daran habe ich keinen Zweifel. Aber wir wissen immer noch nicht genau, was es ausgelöst hat. Nur ein Bruchteil der 34 Millionen bereitgestellten Impfstoffdosen wurde verabreicht. Dieselben Leute, die heute sagen, ah, ihr seid ja nur die Adepten der Industrie, hätten doch hinterher, wenn es schiefgegangen wäre, gesagt, wie konntet ihr diesen Impfstoff nicht bestellen? Ja, nur weil er zu geizig war, sozusagen hierfür Geld auszugeben. Also ich glaube, für die Leute, die da die Entscheidung hatten, war es eine schwierige Situation. Und ich glaube, das kann man heute einfach mit einem einfachen Argument nicht beiseite wischen. Etwa 29 Millionen Impfdosen mussten schließlich vernichtet werden. Kosten für die Bundesländer rund 230 Millionen Euro. Viele Menschen hatten mehr Angst vor dem neuen Impfstoff als vor dem Schweinegrippe-Erreger. Das war praktisch ein Versuch, weil da Hilfsstoffe verwendet wurden, die bisher in keinem Impfstoff so in diesem Maßstab verwendet wurden. Insgesamt war der Impfstoff gut, wenn immer wieder gesagt wurde, zu wenig untersucht. Das ist natürlich auch schwierig, in der Kürze der Zeit große Menschenmassen einzubeziehen in Studien. Die Frage ist einfach, wenn Sie noch nicht wissen, wie groß ist die Gefahr, die auf Sie zukommt. Sagen Sie, ach, lass uns doch auf uns zukommen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich würde also heute wieder so entscheiden und wieder so handeln wie damals. Möglicherweise hat die Aufregung um die Schweinegrippe mehr Schaden angerichtet als das Virus selbst. Klaus Schlüter ist Geschäftsführer von Sanofi Pasteur. Die Pandemiediskussion war keine gute, das muss man auch sagen, weil die natürlich dazu geführt hat, dass insgesamt hinsichtlich der Impfung gegen die Grippe, aber auch gegen alle anderen Impfungen eine vermehrte Skepsis aufgetreten ist. Es hat eine Verunsicherung um sich gegriffen, die aus meiner Sicht gefährlich ist, weil es dazu geführt hat, dass wir eine zunehmende Impfmüdigkeit in Deutschland sehen. Eine Immunisierung schützt im besten Falle ein Leben lang. Auf die nachfolgenden Generationen lässt sie sich nicht übertragen. Alltag in einer Kinderarztpraxis in Berlin. Der 12 Monate alte Jan Luca soll geimpft werden. Sein Immunsystem muss erst noch lernen, sich gegen viele Krankheitskeime zu wehren. So, der Jan Luca kann zum Impfen kommen. Standardimpfungen sollen Jan Luca helfen, Schutz aufzubauen. Okay. Guten Tag, sage ich jetzt. Sein Kinderarzt Ulrich Fegeler empfiehlt für Kleinkinder in den ersten 2 Lebensjahren Impfungen gegen 13 verschiedene Krankheiten. Jan Luca müssen wir einmal hinlegen und die Hose müssen wir leider richtig ausziehen. Ja. So. Der kleine Jan Luca bekommt heute eine Kombinationsimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln. Sie passen auf das Händchen auf. So. Ulrich Fegeler hat in 25 Jahren unzählige Kinder geimpft. Er ist sich sicher, dass Kinder durch diese Impfungen vor gravierenden Krankheiten geschützt werden. Es sind alles Erkrankungen, die man sich nicht einfach zusammengesucht hat in der Schublade, um zu sagen, so, jetzt impfen wir mal ein bisschen, sondern alles Erkrankungen, die einen Sinn haben und die für die Kinder bzw. die Betroffenen hochdramatisch, teilweise sogar mit Todesfolge verlaufen können. Impfungen schützen nicht nur einzelne Personen. Jede Impfung hat auch Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Es resultiert eben auch das, was wir eine Herdenimmunität nennen. Das heißt eben auch derjenige, der nicht oder nicht ausreichend geimpft ist, hat hierdurch einen gewissen Schutz. Wenn alle geimpft sind um ihn herum, dann dringt sozusagen der Erreger nicht bis zu ihm vor. Er kann eben diejenigen, die um ihn herum sind, nicht infizieren, also kann der Erreger auch nicht weitergegeben werden. Ulrich Fegeler ist Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Er repräsentiert 10.000 Kollegen, die Impfungen bedingungslos befürworten. Da passiert gar nichts. Ne? Also Masern- und Röteln-Impfung ist eine der am besten verträglichen Impfungen, die wir haben. Nicht? Und ich denke, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Okay. Gut, ich sage tschüss, alles Gute.
Doch manche Eltern haben Angst vor starken Nebenwirkungen und stehen der Schulmedizin grundsätzlich skeptisch gegenüber. Auffallend viele von ihnen gehören höheren Bildungsschichten an. Gerade in Ballungsgebieten und in Großstädten wie München finden sich Impfkritiker. Einer von ihnen ist Martin Hirte. Der Kinderarzt und Homöopath gehört zum Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Er ist Autor des Buches Impfen Pro und Contra. Martin Hirte bezweifelt, dass alle empfohlenen Impfungen wirklich notwendig sind. Also die Kinder, die gar nicht geimpft sind, die haben meinen Eindruck nach ein sehr stabiles Immunsystem. Die kommen oft nur zu den Vorsorgen, dazwischen sehe ich sie nicht. Es kann natürlich sein, dass auch andere Faktoren dafür verantwortlich sind. Vielleicht werden die seltener in Gruppen betreut oder vielleicht wurden die länger gestillt. Aber es ist schon auffällig, dass diese Kinder sehr stabil sind. Mal, lässt du mich mal in den Mund reingucken, gell? Machst mal, atme meine Zunge ein bisschen raus, Tongue out. Nach Meinung der Kritiker kann es nützlich sein, ohne spezielle Impfungen durchs Leben zu gehen. Okay. Mir, zeig mir auch mal deine Zunge, mach mal. Also, schau mir. Okay. Man hat also fährt diese Ausrottungsprogramme, Windpocken, Mumps, versucht, diese Krankheiten zu verschwinden zu bringen. Aber wir haben doch Informationen, dass diese Krankheiten auch das Immunsystem in einer gewissen Weise stärken. Und da kann ich mir vorstellen, dass manche Eltern sich da auch überlegen, soll ich diese Impfung nicht vielleicht doch zu einem späteren Zeitpunkt durchführen und erstmal meinem Kind die Chance geben, diese oder jene Krankheit durchzumachen. Impfbefürworter halten solche Argumente für verantwortungslos. Sie warnen vor Impflücken, die die Bevölkerung gefährden können. In Deutschland sind zum Beispiel nur 37% aller Kleinkinder in den ersten 24 Lebensmonaten so gegen Masern geimpft, wie es empfohlen wird. Beim Schuleintritt sind es immerhin 92%. Wenn man den Gegner nicht mehr im Auge hatte oder Jahrzehnte nicht mehr gesehen hatte, nicht, dann hat man manchmal das Gefühl, den hat es gar nicht gegeben. Nicht? Aber das ist leider Gottes eine furchtbare Unwahrheit, ein Trugschluss, nicht, der sofort gekontert würde durch eine Zunahme, wieder eine dramatische Zunahme entsprechender Erkrankungen. Ein großes Problem sind die Masern, die immer wieder zu Todesfällen führen. In der ersten Jahreshälfte 2013 wurden allein in Deutschland über 1000 Masernfälle gemeldet, wesentlich mehr als im Jahr zuvor. Das Ansteckungsrisiko bei dieser oft als Kinderkrankheit verharmlosten Infektion ist groß. Das Virus wird durch Tröpfcheninfektion, also auch beim Husten oder Niesen, übertragen. Die WHO möchte die Krankheit bis 2015 besiegen, doch das lässt sich laut Experten nur bei einer Impfquote von 95% erreichen. In Skandinavien und den USA gelten die Masern als überwunden. In Deutschland hingegen grassiert Impfskepsis mit Folgen. In Duisburg gab es 2006 besonders viele und schwere Fälle von Masern. Die Auswirkungen des Ausbruchs beschäftigen die Ärzte an der St. Johannes-Klinik noch heute. Peter Seifert ist hier Chefarzt der Kinderklinik. Ja, auch jetzt verfolgt und begleitet uns noch die Folgen von diesem Masernausbruch. Ein sehr kleines Kind ist auch an einer Masern-Hirnentzündung erkrankt und circa ein Dreivierteljahr später verstorben. Und ein Mädchen betreuen wir jetzt noch, die hatte seinerzeit die Masern offensichtlich sehr leicht durchgemacht. Die haben wir während des Masernausbruchs noch nicht kennengelernt. Aber dann 2 Jahre später ist sie in die Klinik gekommen mit zunächst sehr milden Auffälligkeiten. Peter Seifert und sein Team dokumentierten damals das Krankheitsbild. Zunächst stolperte das Kind immer wieder. Nur 2 Monate später saß es nahezu regungslos im Rollstuhl. Das Mädchen leidet an der Gehirnentzündung SSPE, einer unheilbaren und immer tödlich endenden Folgeerkrankung einer Maserninfektion, bei der die Masernviren das Gehirn befallen.
Ein Mensch, der eine SSPE-Erkrankung hat, verliert seine Hirnsubstanz. Das Gehirn löst sich praktisch auf. Es bleibt nur noch das Gerüst übrig und die frei werdenden Bereiche im Kopf füllen sich mit Hirnwasser. Der Mensch ist eigentlich nur noch Hülle, kann keinen Kontakt mehr aufnehmen und nichts mehr selber machen. Von seinem Wesen ist nichts mehr übrig. Ein kleiner Ort in der Nähe von Stuttgart. Der 19-jährige Max Schönbohm ist an SSPE erkrankt. Seit rund 8 Jahren liegt er im Wachkoma. Immer wieder erleidet er starke epileptische Anfälle. Er macht nichts mehr, kann nichts mehr alleine. Und im Grunde genommen ist es so, dass man eigentlich jeden Tag mit dem Tod schon rechnen muss. Max hatte rund 10 Jahre lang eine glückliche Kindheit. Zwar hatte er als 7 Monate alter Säugling die Masern, nachdem das hohe Fieber und die roten Pusteln verschwunden waren, schien die Krankheit jedoch besiegt. Max war unheimlich energiegeladenes Kind von Anfang an eigentlich, selbst als Säugling. Kaum wirklich ruhig zu kriegen. Ein Wirbelwind, der sehr schnell viele Leute auch um den Finger gewickelt hat. Also der hat einen gewissen Charme gehabt. Das lag ihm wohl in die Wiege gelegt. Max hat immer ganz viele Kinder gebraucht, hat einen Tross von Kindern immer um sich herum gehabt. Manchmal auch ein bisschen schwierig, weil er auch einen dicken Kopf hatte. Er hat manche Dinge einfach durchsetzen wollte. Papa! Das mal festhalten, den frechen Max. Max, die Angst? Als das Kind im Unterricht immer unaufmerksamer wurde, dachten Lehrer, Eltern und Ärzte zuerst an ADHS. Eine Fehldiagnose. Ich weiß noch ganz genau, wo dann klar wurde, dass es nicht in Ordnung ist. Das war im November 2004, da saßen wir abends am Abendbrottisch. Meine Frau war nicht zu Hause, die war unterwegs. Sie saß mit den beiden Jungs und wir haben uns so unterhalten. Und Max hörte plötzlich auf zu sprechen, von einer Sekunde zur anderen. Eine halbe, dreiviertel Minute lang. Und dann machte er weiter. Und ich hatte ihn gefragt, Max, was war das? Und er wusste gar nicht, was ihm geschehen war. Und das kam dann eine Stunde später nochmal. Und dann haben wir Panik bekommen. Es folgten erste epileptische Anfälle. Wenige Monate später wurden die Schönbohms in der Uniklinik Heidelberg mit der schlimmen Diagnose konfrontiert. Ihr Kind leidet an SSPE. Da saß dann so ein ganzer Ärztestab vor uns, der uns dann ganz sachlich gesagt hat, der Max hat eine tödliche Krankheit, die nicht heilbar ist und Sie werden Ihr Kind dran verlieren. Versuchen Sie die Zeit bis dahin noch so gut wie es geht zu nutzen. Dann fällt man in so eine Verzweiflung, ja. Das kann nicht sein. Nicht das eigene Kind. Innerhalb eines Jahres verlor Max all seine Fähigkeiten. Man hat es auch gesehen, er konnte dann zuerst nicht mehr rechnen. Das war das Erste, was wegging. Dann konnte er nicht mehr schreiben. Er war ein begeisterter Schachspieler. Das ging alles nicht mehr. Er hat völligen Unsinn gemacht. Und das ging dann, also wirklich, konnte man zuschauen von Woche zu Woche. Heute wird Max täglich von Pflegepersonal und Ärzten betreut. Er bekommt Schmerzmittel und hängt an Überwachungsmonitoren. Als Säugling konnte er nicht gegen die Masern geimpft werden, weil er zu jung war. Hätten genügend Menschen um ihn herum Impfschutz gehabt, wäre das Virus vielleicht nicht bis zu ihm vorgedrungen. Diese Art Erkrankung ist eigentlich das Schlimmste, was uns begegnen kann, weil wir machtlos sind, sie aufzuhalten und zu heilen, in der Kombination damit, dass sie eigentlich vermeidbar wären. Und zwar relativ einfach vermeidbar wären durch eine Impfung vorweg. Und das macht uns natürlich und mich persönlich sehr betroffen. Peter Seifert und sein Team in Duisburg haben bisher 3 Kinder mit SSPE betreut, die auf den Masernausbruch 2006 zurückzuführen sind. Es können noch weitere folgen, denn die Erkrankung kann bis zu 10 Jahre nach der eigentlichen Infektion auftreten. Eine rechtzeitige Masernimpfung kann schützen. Sie funktioniert im Prinzip wie alle Impfungen.
Im Wirkstoff befinden sich viele abgeschwächte Krankheitserreger, die die Körperzelle befallen und sich vermehren. Wie bei einer echten Infektion. Doch die Impfviren haben nur ähnliche Erkennungsmerkmale. Sie können die Erkrankung nicht auslösen. Die Immunreaktion wird in Gang gebracht. Körpereigene Fresszellen vernichten die Eindringlinge. Außerdem aktivieren die Fresszellen nun andere Zellen, die wiederum Antikörper produzieren und ausschütten. Die Antikörper heften sich an die Viren, sodass diese sich nicht ausbreiten können. Nach rund 2 Wochen ist die Reaktion abgeschlossen. Die Antikörper und spezielle Gedächtniszellen im Blut sind nun ausgebildet und können zukünftig den echten Krankheitserreger aufspüren und unschädlich machen. Impfstoffe gaukeln dem Immunsystem also eine Krankheit vor, um so die Abwehrkräfte zu mobilisieren und den Menschen vor den echten Erregern zu schützen. In Berlin berät die Ständige Impfkommission regelmäßig über sämtliche Impfstoffe, um die Bevölkerung vor Infektionskrankheiten zu schützen. Die Mitglieder der STIKO sind Ärzte und unabhängige Wissenschaftler. Jan Leidel und die anderen 15 ehrenamtlichen Männer und Frauen werden alle 3 Jahre vom Bundesgesundheitsministerium neu berufen. Die STIKO hat eine außerordentlich aufwendige Methodik entwickelt, die nachvollziehbar und transparent auch dargestellt ist, im Internet verfügbar ist und die sich orientiert an den Kriterien der sogenannten Evidence-Based Medicine, also einer auf Beweise beruhenden Medizin. So empfiehlt die STIKO derzeit beispielsweise in den ersten 2 Lebensjahren Impfungen gegen 13 verschiedene Krankheiten. Doch Kritiker weisen darauf hin, dass die STIKO-Mitglieder in ihren Entscheidungen befangen sein könnten. Wir haben auch in der Ständigen Impfkommission die Mehrzahl der Mitglieder, das sind alles hochrangige Wissenschaftler und spezialisiert auf Impfstoffe. Und da kann es fast gar nicht ausbleiben, dass die alle irgendwie auch schon mal Studien gegen Geld für die entsprechenden Herstellerfirmen gemacht haben. Die STIKO betont ihre klaren Regeln und die Transparenz. Bevor jemand berufen wird und wiederholt vor jeder Sitzung oder jeder 2. Sitzung, muss jedes STIKO-Mitglied in einem 32-seitigen Fragebogen über seine möglichen Interessenkollisionen sehr, sehr, sehr ausführlich Auskunft geben. Diese Auskünfte sind übrigens auch im Internet alle veröffentlicht. Im Einzelfall werden Mitglieder von Abstimmungen über Impfstoffe ausgeschlossen. Seit 2007 empfiehlt das Gremium auch die HPV-Impfung. Die Immunisierung schützt vor 2 humanen Papillomavirus-Typen, die vermutlich für 70% aller Erkrankungen an Gebärmutterhalskrebs verantwortlich sind. Aus der Sicht der STIKO, und daran hat sich überhaupt nichts geändert, war auch die Evidenz, was diese Impfung Großartiges zu leisten vermag, so groß, dass wir sagten, es ist eigentlich sogar ethisch nicht zu verantworten, diesen Schutz unseren Mädchen vorzuenthalten. Da die Viren durch Sex übertragen werden, wird die Impfung jungen Mädchen vor dem ersten Geschlechtsverkehr empfohlen. Weltweit sterben jährlich rund 250.000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. Einer der Hersteller des HPV-Impfstoffes ist das Pharmaunternehmen Sanofi Pasteur. Das ist sicherlich eine medizinische Revolution gewesen. Und Herr Zuhausen hat ja auch als deutscher Forscher dafür den Nobelpreis verliehen bekommen, dass er entdeckt hat, wie der Zusammenhang zwischen der HPV-Infektion und Krebsarten ist. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Entwicklung gewesen. Und diese Chance, Frauen gegen Gebärmutterhalskrebs zu schützen, wird leider in Deutschland noch nicht ausreichend genutzt. Wir haben Impfraten, die liegen um die 40% bei den jungen Mädchen zwischen 12 und 17, für die diese Impfung empfohlen ist. Und diese medizinische Revolution, die wirklich dafür sorgt, dass ich durch eine Impfung einen bösen Krebs verhindern kann, wird in Deutschland leider nicht ausreichend genutzt. Anfangs wurde der Impfstoff als Sensation gefeiert und stark beworben. Mit rund 450 Euro pro Immunisierung zählt er zu den teuersten Impfstoffen überhaupt. Der Gesundheitswissenschaftler Rolf Rosenbrock sieht den Nutzen der Impfung kritisch. Das wurde auch
von vornherein von der Pharmaindustrie propagandistisch sehr stark genutzt, zu sagen, wir haben jetzt den Durchbruch in der Krebsprävention. Und das ist vollkommen irreführend. Wir haben einen in Deutschland sehr seltenen Krebs. Der Gebärmuttermundhalskrebs ist der 11. häufigste Krebs der Frauen in Deutschland. Er erklärt 1,7% der Krebsmortalität bei den Frauen in Deutschland. Und der hat eine Virusbeteiligung. Als kurz nach ihren Impfungen drei junge Frauen starben, setzte eine kontroverse Diskussion über die Risiken ein. Ein Zusammenhang zwischen Impfungen und Todesursachen konnte zwar nicht nachgewiesen werden, doch im Bielefelder Manifest zogen auch namhafte Wissenschaftler die Notwendigkeit der Impfung in Zweifel. Rolf Rosenbrock war damals Mitglied im Sachverständigenrat Gesundheit, einer Expertenkommission, die die Bundesregierung berät. Gegenüber einer regelmäßigen Früherkennung hat die Impfung nur einen sehr geringen, wenn überhaupt einen Zusatznutzen. Das heißt, die Impfung ist das, was wir eine Add-on-Technologie nennen, etwas, was man zusätzlich macht, was aber das Risiko zu erkranken oder gar daran zu sterben allenfalls sehr geringfügig senkt. Wenn Sie sich eine junge Frau mit 28 oder 26 oder 27 anschauen, die bereits Vorstufen des Gebärmutterhalskrebs hat und die behandelt werden müssen, dann ist diese junge Frau möglicherweise daran gehindert, gesunde Kinder zur Welt zu bringen. Das würde durch eine Vorsorgeuntersuchung tatsächlich erkannt und der Krebs würde verhindert. Aber die Vorstufe des Krebs kann nur durch die Impfung verhindert werden. In Australien ist die HPV-Impfung weit verbreitet. Eine im Frühjahr 2013 veröffentlichte Studie zeigt, seit Beginn der Impfungen sind Genitalwarzen bei jungen Frauen in Australien fast vollständig verschwunden. Die Ergebnisse sind auf den ersten Blick sehr überzeugend. Man muss aber auch sagen, Kondylome, und das sind Genitalwarzen, sind eine sehr lästige und sehr hässliche Sache, aber sie sind kein Krebs. Wir wissen heutzutage schon, dass die HPV-Viren noch ganz andere Krebsarten hervorrufen können und dass der Impfstoff davor schützen kann. Ich glaube, dass die Erkenntnisse zum HPV-Impfstoff noch lange nicht abgeschlossen sind und dass wir mit diesem Impfstoff noch viel mehr verhindern können an Krebserkrankungen, als wir das heute können. Die Techniken, um neue Impfstoffe zu erforschen und zu entwickeln, werden immer ausgefeilter. Doch das Prinzip ist seit der Erfindung der Impfung dasselbe geblieben. Angefangen hat alles mit einer der schlimmsten Seuchen der Menschheit, den Pocken. Allein im 18. Jahrhundert sollen ihr jedes Jahr etwa 400.000 Europäer zum Opfer gefallen sein. 1796 machte der englische Arzt Edward Jenner eine folgenreiche Entdeckung. Er beobachtete, dass Menschen, die sich mit den ungefährlichen Kuhpocken angesteckt hatten, gegen Menschenpocken immun waren. Der Arzt unternahm einen riskanten Versuch. Er infizierte einen kleinen Jungen mit Kuhpocken und kurz darauf mit Menschenpocken. Das Kind war immun. Die Pocken konnten im Laufe der Jahrhunderte zurückgedrängt werden. 1977 wurde in Somalia der letzte Pockenfall dokumentiert. Die Weltgesundheitsorganisation hatte sich zuvor zu einer groß angelegten Kampagne gegen das Virus entschlossen. Innerhalb von 10 Jahren wurden weltweit 4,5 Milliarden Menschen geimpft. 1980 erklärte die WHO die Welt für pockenfrei. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass nach dem Zugang zu sauberem Trinkwasser Schutzimpfungen die wichtigste Maßnahme sind zum Erhalt von Leben und zum Erhalt der Gesundheit. Auch Polio, die Kinderlähmung, gilt durch die groß angelegten Impfkampagnen als nahezu besiegt. Doch in Krisengebieten mit schlechter medizinischer Versorgung kommt es immer wieder zu dramatischen Ausbrüchen. In Nigeria, Somalia und zuletzt auch in Syrien. Wenn man einmal in der dritten Welt gearbeitet hat, wo man die wirklichen Bedürfnisse der Leute kennt und wenn man diese Menschen sieht, die schütteln nur den Kopf darüber, dass sich solche reichen Länder wie die Bundesrepublik Deutschland solche Luxusdiskussionen leisten. Wenn man denen kommt, diesen Menschen, und sagt, ja, aber könnte das nicht also gefährliche Nebenwirkungen haben und ist es nicht besser, nicht zu impfen, die schütteln nur den Kopf. Also der Impfepidemiologe, der die Situation in der Welt kennt und eben nicht nur
die kleine Bundesrepublik Deutschland, der weiß, wie wichtig die Impfung ist und wie nachhaltig. In den reichen Industriestaaten gibt es immer wieder Berichte über schwere Impfschäden. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Impfung und schweren Gesundheitsschäden ist wissenschaftlich jedoch nur sehr schwer nachweisbar. Ich habe zahlreiche Kinder gesehen, die nach 5- oder 6-fach Impfstoffen Krampfanfälle oder Hirnschäden bekommen haben, die aber nicht, Gott sei Dank, nicht ich geimpft habe, sondern die dann zu mir gekommen sind, weil sie von mir wissen wollten, kann das mit der Impfung zusammenhängen? Ihre Kinderärzte bzw. die behandelnden Krankenhäuser hätten gesagt, es kann kein Zusammenhang sein. Wobei ich mich dann schon frage, wenn ein Kind so 6 Stunden nach einer 5-fach Impfung blau in der Wiege liegt, ob man da von vornherein sagen kann, das war nicht die Impfung. Neueste Studienergebnisse zeigen, dass schwere epileptische Anfälle von Kindern nach einer Impfung nicht durch die verabreichten Antigene ausgelöst werden, sondern durch Fieber. Schuld ist ein Gendefekt. In Langen, südlich von Frankfurt am Main, wird die Sicherheit und Wirkung von Impfstoffen systematisch überprüft. Das Paul-Ehrlich-Institut ist die Zulassungsbehörde für alle Impfstoffe. Jede Charge, die auf den deutschen Markt kommt, wird hier genauestens unter die Lupe genommen. Impfstoffe gehören zu den am besten untersuchten medizinischen Mitteln. Was ist jetzt für ein Stamm hier? H1N1 und von der Position 28 bis 36 ist der Standard. Ja, okay. Bis später. Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts ist Klaus Zichutek. Er und sein Team haben für die Bewertung der Impfstoffe ein erprobtes Verfahren. Ganz gut aus. Wunderbar. Und haben Sie eine Aussage darüber, bei wie vielen Dosen wir insgesamt im Jahr landen werden? So zwischen 19 und 20 Millionen, schätze ich mal. Wir können ja nicht die klinische Prüfung noch mal wiederholen, sondern wir können aber überprüfen, ob der Impfstoff den richtigen Antigengehalt umfasst, ob auch die Identität dieses Antigens gegeben ist, ob das Antigen in einer Form vorliegt, sodass es tatsächlich die gewünschte Immunreaktion hervorruft. Klar ist auch, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Durch eine Impfung kann es also zu ungewollten Reaktionen des Körpers kommen. Deshalb hat das Paul-Ehrlich-Institut eine Online-Datenbank entwickelt. Hier werden sämtliche Verdachtsfälle auf Impfkomplikationen erfasst und öffentlich gemacht. Damit will das Institut ein Höchstmaß an Transparenz zum Thema Impfnebenwirkungen bieten. Die häufigsten Fälle sind die bekannten, nämlich dass sie lokale Reaktionen haben, Hautrötung, manchmal hat man tatsächlich auch Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder Geimpfte fühlen sich krank. Allerdings sind diese Beschwerden vorübergehend und sind nach 1 bis 3 Tagen normalerweise abgeklungen. Und das ist der wichtige Punkt dabei. In seltenen Fällen können jedoch bleibende Schäden auftreten. Im Extremfall Hirnschäden. Für 2011 hält das Paul-Ehrlich-Institut einen Zusammenhang zwischen Impfungen und gemeldeten bleibenden Schäden in 13 Fällen für möglich, jedoch nicht für wahrscheinlich oder gar gesichert. Wenn Millionen von Menschen geimpft werden, dann treten bei diesen Millionen und 10 Millionen von Menschen auch Krankheiten zeitlich nach einer Impfung auf, die aber nicht von dem Impfstoff verursacht werden. Und das wird häufig nicht richtig verstanden, dass ein zeitlicher Zusammenhang des Auftretens einer Erkrankung mit einer Impfung nicht bedeutet, dass automatisch die Impfung dafür verantwortlich gemacht werden kann. Bei positiven Dingen, da kommen wir nicht auf die Idee, dass da ein Zusammenhang besteht. Kein Mensch sagt, 3 Tage nachdem sie die 4. 6-fach Impfung bekommen hat, hat meine Tochter das erste Mal Papa zu mir gesagt. Ja, auf die Idee kommt man nicht. Aber wenn es was Unangenehmes ist, dann tendiert man auch in unserem Kausalitätsbedürfnis dazu, zu sagen, es wird an der Impfung liegen. Das mag es auch manchmal tun, aber es ist außerordentlich schwierig, das im Einzelfall genau auseinanderzuhalten. Trotzdem verweisen Impfskeptiker immer wieder auf Gefahren,
In England verbreitete sich die Vorstellung, dass Impfungen auch für das Entstehen von Autismus verantwortlich seien. Der britische Arzt Andrew Wakefield hatte 1998 dazu eine Studie in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. Doch internationale Medien berichteten, dass Wakefield von Anwälten Geld erhalten hatte, die Eltern von autistischen Kindern vertraten. Die britische Ärztekammer entschied, dass Andrew Wakefield unethische Methoden angewandt hatte. Er erhielt Berufsverbot. Aktuelle Studienergebnisse belegen, dass es keinen Zusammenhang gibt und dass die Autismus-These von Andrew Wakefield nicht haltbar ist. Doch der Mythos hält sich hartnäckig und die Impfskepsis wächst. An der Universität Erfurt untersucht die Psychologin Cornelia Beetsch die Motive, die dazu führen, dass sich Eltern gegen das Impfen ihrer Kinder entscheiden. Menschen bereuen etwas, ein negatives Ereignis, stärker, wenn es von einer Handlung kommt, als wenn es von einer unterlassenen Handlung kommt. Also wenn wir zum Beispiel Fieber nehmen, wenn davor eine Impfung steht, also eine Handlung, dann bereuen Menschen das stärker, als wenn es die Krankheit ist, gegen die geimpft wurde. Ein großes Problem, manche Menschen unterscheiden nicht zwischen realen Risiken und Schreckensmeldungen, die sie hören oder lesen, ohne die Faktenlage prüfen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, beispielsweise durch Masern schwer geschädigt zu werden, ist etwa 1000-mal größer als die Wahrscheinlichkeit eines Impfschadens. Diese Berechnung beruht auf tatsächlichen Fallzahlen. Das Problem ist, dass, wenn wir es objektiv betrachten, es so ist, dass die Krankheiten natürlich mehr Risiken birken als die Impfung. Aber das objektive Risiko ist eben nicht das, was die Impfentscheidung beeinflusst, sondern das subjektive Risiko, also das, was ich selbst wahrnehme. Und das ist sehr leicht verzerrbar, eben zum Beispiel durch Geschichten aus dem Internet oder eigene Erfahrungen und. Das Internet spielt eine besondere Rolle. Hier gelangt man sehr schnell auf Seiten von mitunter radikalen Impfkritikern, die zum Teil sehr fragwürdige Informationen verbreiten. Also wir haben untersucht, was passiert, wenn Menschen auf diesen impfkritischen Seiten nach Informationen suchen, und haben gefunden, dass schon eine Suche von 5 bis 10 Minuten signifikant das wahrgenommene Impfrisiko erhöht und die Impfintention für viele verschiedene Impfungen senkt. Also da ist der Effekt doch sehr stark von nur einer ganz kurzen Informationssuche. Cornelia Beetsch und ihr Team haben untersucht, welche Bedeutung konkrete Schicksalsgeschichten im Zusammenhang mit vermeintlichen Impfschäden haben.